Hallihallo Freunde, heute geht es um Folgendes. Und zwar habe ich wieder meine Dämmung hier neben mir liegen. Da denkt ihr bestimmt, ja, hat er doch schon gemacht. Aber das Ding ist, ich habe hinten die Decke schon gedämmt, aber hier im vorderen Bereich noch nicht, weil mein Fernseher da an der Decke hängt. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie der da oben überhaupt befestigt ist, wie ich das gemacht habe. Und ich würde sagen, dann bleibt ihr auch mal ein bisschen länger dran, weil ich werde nachher noch was zeigen. Ich habe mir in der Uni noch was ausgeliehen, was wirklich sehr hilfreich ist in der Geschichte Dämmung. Und da möchte ich euch dann gerne noch was zeigen. Also bleibt bitte dran und dann hauen wir jetzt mal rein. So, hier seht ihr den Fernseher jetzt von unten. Hier sind die mit 6 Schrauben, ist der Fernseher sozusagen befestigt. Und was da drunter liegt, das seht ihr dann gleich. Ja, so sieht es dann unter dem ganzen Kram aus. Hier seht ihr, das habe ich so ein bisschen verklebt, weil das Steckverbindungen sind. Und wenn ich das hier oben aus dem Loch ziehen muss, dann möchte ich halt nicht, dass die auf einmal auseinandergehen, falls ich das mal abbaue oder so wie in dem Fall jetzt. Ja, und hier oben seht ihr dann die Platte, die ist mit ordentlich vielen Schrauben befestigt. Und da gehen dann halt dementsprechend diese 6 Schrauben, die ich eben gerade abgeschraubt habe, rein. Und darüber, werdet ihr gleich sehen, ist dann eben die Holzplatte, die ich an die Decke geklebt habe. Aber dazu mehr gleich dann. So, Freunde der Sonne, jetzt bin ich durch mit der Dämmung. Ihr habt so einen kleinen Ausschnitt nochmal gesehen. Aber ich denke, das Dämmungsvideo sagt schon alles. Oh. Und ja, jetzt zeige ich euch das nochmal. Und zwar, das Brett ist hier oben angebracht. Ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Das ist das Brett für den Fernseher dann dementsprechend. Weil man kann halt eben nicht einfach durch die Decke durchbohren. Das wäre natürlich ein bisschen unsinnig. Und ja, die ganze Dämmung ist auch ganz gut. Das hat alles gut funktioniert. War nicht viel im Weg irgendwie, nur der eine Steg hier. Aber daran muss ich halt auch die Decke wieder befestigen. Das heißt, den habe ich dann im Prinzip weggelassen. So. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil, was ich ganz interessant finde. Und zwar switchen wir dafür mal so ein bisschen auf dem Bild. Man sieht jetzt, dass ich hier eine Wärmebildkamera hatte. Und zwar, die habe ich in der Uni ausgeliehen, habe mal ein paar Bilder gemacht. Und zwar von der Deckenseite, die gedämmt war und die nicht gedämmt war. Und man kann ganz klar erkennen, dass eben die gedämmte Seite blau ist und die andere rot ist. Mein Bus stand wirklich in der prallen Sonne auf dem Uniparkplatz. Das heißt, wir haben ungefähr einen Temperaturunterschied von 10 Grad. Natürlich jetzt auf der Oberfläche. Also das heißt, im Raum ist es natürlich irgendwie nochmal ein bisschen anders und so, aber ich wollte halt konkret mal wissen, habe ich überhaupt einen Unterschied mit der Dämmung und ohne Dämmung? Und da war das ganz günstig, dass ich den Fernsehbereich hier halt noch nicht gemacht habe. Und ich hoffe, ich habe das jetzt alles so einblenden können, dass ihr das erkannt habt. Also auch die Türen habe ich dann nochmal getestet, also die Schiebetür habe ich getestet und vorne die Fahrertüren, also im Fahrerhaus. Da habe ich das ja auch noch nicht gedämmt, da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache, wegen den Fenstern. Aber da war auch ein riesen Unterschied zu erkennen, ich werde das mal einblenden. Und das war das nochmal, was ich euch gerne nochmal zeigen wollte, was ich ganz interessant fand. Wenn man die Möglichkeit zu sowas hat, dann sollte man das auch auf jeden Fall wahrnehmen. Und das habe ich halt dann auch gemacht. Ja, ich hoffe, ihr habt dann genug gesehen, weil das alles zusammenbauen und so, das wäre Schwachsinn, euch das zu zeigen. Das ist alles nochmal, auch nochmal so im Nachhinein, alles mit diesen Nieten hier wieder, genauso wie die Seiten auch. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, dann baue ich das jetzt alles wieder zusammen, Fernseher kommt wieder oben ran und dann sieht das hoffentlich ganz schick aus alles und dämmt dann dementsprechend auch alles. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, ich freue mich. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, gerne eins dalassen, dann seht ihr jedes Video von mir und ich freue mich auf jeden Abonnenten und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ja, und dann haut rein. Danke fürs Zuschauen.